Rom. Rom fällt. Bald. Glaube ich. Bin ich fest von überzeugt. Hoffe ich zumindest. Zwei der schweren Streitwagen, die die Römer hatten, sind mittlerweile nicht mehr in der Lage, die Stadt zu verteidigen. Der eine mal vernichtet, der andere, der ist ganz nach Westen gerollt. Seht ihr ganz oben im Nordwesten der Stadt. Zwei unserer sechs Sacken Bogenschützen haben ins Gras beißen müssen. Vier haben wir noch, jede Menge Reiter, die können wir in einem irrwitzigen Tempo produzieren, dank der entsprechenden Politikkarte. Und dank unserer Fähigkeit, wenn ein Reiter rekrutiert wird, folgt gleich der nächste gratis obendrein. In Rom selbst nur noch ein Siedler, der die Stadt verteidigt. Die Stadtmauer fast ganz runtergebombt. Der Siedler ist, glaube ich, der, den wir kürzlich beobachtet haben. Ein paar Folgen zurück, ein paar Runden zurück. Wie er dort in der Nähe von Rom herumlief. Forderung dafür, genau. Wie der in der Nähe von Rom herumlief und wo wir uns gesagt haben, den kriegen wir sowieso noch. Den müssen wir uns nicht schnappen mit einer unserer Militäreinheiten. Schaut mal, der schwere Streitwagen da ganz hinten, der zieht weg. Der zieht zu der anderen Stadt hin, um die zu besetzen, um dort eine Garnison zu sein. Beschuss aus den beiden Städten Podioli und Rom von den Garnisonen, die auf den Zinnen der Stadtmauern stehen für unsere Einheiten. Und? Ich glaube nicht, dass in Rom jetzt noch eine neue Einheit entsteht. Wenn ja, dann hätten wir wieder ein Problem an der Backe. Ansonsten ist der Verteidigungswert doch nicht allzu hoch. Okay, langsam ist es ein bisschen spannend. Wir ziehen hier mal rüber. Noch ein Speer. Ach, wisst ihr was? Ist es möglich, so allmählich mit den Nanmadul Frieden zu schließen? Das ging ja 10 Runden lang nicht. Es geht, so simpel ist das. Hatten sich ja den Römern angeschlossen. Und das bedeutet wiederum, dass wir vor den Herrschaften hier nebenan keine Angst mehr haben müssen, sondern nur noch für den Barbaren und können dort mal eine Runde aushalten. Runter nach Rom. Ja, das sieht gut aus. Das sieht verdammt gut aus. Das sieht richtig, richtig gut aus. Hier wird ein Theaterplatz gebaut, aber er ist noch nicht fertig. Das erkennt ja, glaube ich, wenn ich das richtig sehe, daran, dass wir hier nicht plündern können. Hier können wir plündern. Genau, wir können hier die heilige Stätte plündern. Bringt das Forschung oder bringt das Glauben? Wir kriegen es mal gleich raus. 25 Glauben, das ist echt gut. Plündern ist ja kein Problem, denn hier ist ein Handwerker und. Hier ist eine Eisenmine, hier ist eine Eisenmine, die hatte ich komplett übersehen. Und das bedeutet, wir können demnächst unsere, sobald wir den Schwertkampf erforscht haben, Obacht haben wir noch gar nicht, ich gehe hier mal wieder raus, wir brechen das mal ab, den Maschinenbau zu erforschen, das geht ja nicht verschütt hier. Aquädukt können wir später immer noch bauen, so groß sind unsere Städte nicht, dass wir dringend für mehr Wohnraum sorgen müssen. Ich gehe erstmal auf die Eisenverarbeitung, dass wir hier näher rankommen. Damit wir Schwertkämpfer ausbilden können. Wobei das riskant ist. Ausbilden können wir sie nicht. Denn mit dem einen Eisenvorkommen, das wir uns demnächst holen, wenn wir Rom erobert haben, können wir keine Schwertkämpfer rekrutieren. Wir können nur bestehende Krieger upgraden. 2 Eisenvorkommen bräuchten wir, um die Schwertkämpfer rekrutieren zu können. Wir haben bislang nur 3 Krieger. Trotzdem, das erforsche ich mal. In die Richtung gehe ich mal. Das brauchen wir auf jeden Fall. Jetzt wollen wir uns aber erst hier weiter... Oh, wie schön. Hier ist ein schwerer Streitwagen. Den holen wir uns. Und wenn wir die beschädigte Einheit nehmen, dann halt die sogar gleich aus. Das ist ja unsere Spezialfähigkeit, dass wir Lebenspunkte bekommen, wenn wir jemanden killen. Ein Krieger steht hier drin. Okay. Mit dem berittenen hier ist ein berittener Sackenbogenschützen. Hier ziehe ich mal rüber. Der ist eh nicht mehr so kampfstark. Und gucken mal, ob wir uns gleich den Bautrupp hier holen können. Plündern geht nicht mehr. Und mit den Bogenschützen ziehen wir hier hin und feuern dann von hier auf die Stadt. Prima. Ja, Stadtmauer ist futsch. Dann haben wir hier noch einen berittenen Sakenbogenschützen. Noch reiten, mit dem ziehe ich hier hin. Kein
Schutzwehr durch die Stadtmauer, das merkt man gleich. Das sieht doch gut aus. Jetzt können wir auch anfangen, mit den anderen Herrschaften anzugreifen. Angriff mit dem Krieger. Mit dem Reiter. Oh ja, oh ja. Das sieht gut aus. Wir können ja in der nächsten Runde erst eingreifen. Stichwort Flussüberquerung. Der kann hier noch weiterziehen, aber nicht weit genug. Ich blockiere mal das Geländefeld, den Hügel mit der Brücke. Dann kann der schwere Streitwagen nämlich hier nicht mehr zu Hilfe kommen oder was auch immer machen. Mit dem könnte ich eins vorziehen und dann auf den feuern. Bringt relativ wenig allerdings. Ich heile den mal lieber eine Runde aus. Mit dem Rambock geht es Richtung Süden. Okay, mit dem Krieger hinten rein. Dann haben wir noch hier einen Reiter. Hier haben wir noch einen Reiter. Bogenschützen. Ziehen wir im Schneckentempo runter. Hier haben wir einen Reiter, der kann noch runter zur Front. Das gilt auch für den Kollegen hier. Und na, der kommt ja. Wir haben ja offene Grenzen mit den Arabern erstmal nicht weiter. Ich drücke jetzt immer die Leertaste. Mache ich ja eigentlich selten mit Tastaturkommando. Wir haben unser Versprechen gebrochen gegenüber den Chinesen, Truppen von der Grenze bewegen. Ach so, das Versprechen hatten wir. Ich dachte, ich habe denen nur das Versprechen gegeben. Wir tun euch schon nichts, wenn wir mit Truppen an der Grenze stehen. Habt ihr das noch in Erinnerung? Auf diese Weise? Ich eigentlich nicht. Sehr seltsam. Eine Runde weiter. Jetzt drückt mir bitte mal die Daumen, dass in Rom keine neue Einheit entsteht. Würde mich wundern, da ist ja gerade noch ein, zwei Runden zuvor ein schwerer Streitwagen entstanden. Ach, wie schön. Wir können mit dem hier die Weide bauen. Der löst sich dann auf, aber Weide bringt bei uns ja Kultur, weil wir das an das entsprechende Pantheon glauben. Und jetzt geht es tatsächlich hier eine Runde weiter hin zum Untergang von Rom. Hoffe ich zumindest. Die Bürger von Puteoli schießen von ihrer Stadtmauer aus auf den Reiter. Zum x-ten Mal bietet uns Trajan Frieden an, möchte Rom retten. Was für eine Schande, wie blöd wären wir, wenn wir das annehmen würden, kurz vor dem Fall der ewigen Stadt, dem Fall an uns. Der Krieger ist rausgezogen aus Puteoli, das war, glaube ich, nicht so gut. Ich wäre in der Stadt drin geblieben, ich weiß nicht, warum der rausgezogen ist. Ich finde keine logische Erklärung dafür. Wir können ja relativ gut alles sehen. Das verbuche ich mal als KI-Schnitzer. Ich kann es nicht anders bewerten. Sorry. Mit dem Speer können wir jetzt... den ziehe ich wieder so ein bisschen zurück. Ich will nämlich rauskriegen. Ich will das Feld ja immer so schön ein bisschen sehen können. So, da können wir eine Beförderung machen mit dem Krieger. Oh, wir können einen Gesandten schicken. Das ist schön. Den würde ich gerne nach Vilnius für mehr Kultur. Buenos Aires sind wir souverän. Und das ist ja so ein obercooler Stadtstaat. Den Bonus würde ich gerne behalten, ihr erinnert euch. Bonusressourcen verhalten sich wie Luxusgüter und bieten eine Annehmlichkeit immerhin pro Art. So, mal gucken, wer hier wen beeinflusst. Und ihr seht, der Kongo holte mächtig auf. Da schicke ich auf jeden Fall noch einen Gesandten hin. Den will ich unbedingt behalten, ja. Produktion wählen in Pokrovka. Reiter, Reiter, Reiter. Wir haben die entsprechenden Karten und die sind echt stark. Wir bekommen immer einen geschenkt. Wenn wir einen produziert haben in Pasryk. Auch Reiter, Reiter, Reiter. Die Gebäude, die hier angeboten werden, brauchen wir nicht zwingend. Wenn wir die Wassermühle bauen, das hatte irgendein Zuschauer, hatte mich auch nochmal darauf hingewiesen, dann ist das der Boost. Wofür? Für das Bauwesen. Das geht dann schneller. Eine Wassermühle bauen. Und einmal Bauwesen haben, brauchen wir allerdings kurzfristig nicht. Ich setze stattdessen auf Reiter. Das ist mir im Augenblick echt wichtiger. Sorry, Leute.
Handwerkerwende Alternative, um Straßen bauen zu können zwischen unseren Städten. Den schickt man dann immer hin und her. Das wäre tatsächlich auch eine Lösung. Reiter. 4 Runden. Machen wir trotzdem. Was bauen? Kornspeicher, damit die Stadt weiter wachsen kann. Das ist eine kluge Entscheidung. Brauchen auch bald wieder Handwerker. Hier brauchen wir, glaube ich, keinen. Hier ist ein Krieger entstanden. Den Bogenschützen stelle ich mal hier hin. Der kann auch über die Stadt hinweg feuern, von dem Hügel aus. Dann kann der Krieger in der Stadt bleiben. Hier heilen wir nochmal eine Runde aus. Und jetzt kümmern wir uns um Rom. Zuerst wollen wir uns mal den hier schnappen, den Krieger, der hier steht. Das geht aber nicht mit der Einheit. Wir können den schwächen. Wir machen erstmal Folgendes. Zuerst machen wir das mal hier. Da hinten versucht der Handwerker abzuhauen. Wir werden erstmal mit dem berittenen Bogenschützen hier auf die Stadt drauf feuern. Ja, in Rom brennt's. Lebenspunkte fast bei null. Kann man noch einen Briten Bogenschützen in der Nähe, der feuern könnte? Ja, der könnte feuern im Prinzip. Bis hier und dann feuern. Nur wenn er den tötet. Und dann wird er ein Stück heilen. Und hier könnte der aber auch plündern. Wir plündern hier. Weil wir 25 Wissenschaftspunkte dazu bekommen. Cool. Eisenverarbeitung geht schneller. Und dann... Wir können nämlich nur noch so lange plündern, wie wir Rom nicht erobert haben. Hier können wir plündern. Mal gucken, was das bringt. Nochmal plus 25 Wissenschaft. Jetzt haben wir die Eisenverarbeitung fast ganz erforscht. Baut eine Eisenmine, ist sowieso die Voraussetzung, der Boost für den Schwertkämpfer. Das heißt, wir müssen das hier nicht zu Ende machen. Wir gehen wieder raus aus dem Technologiebildschirm. Das haben wir zur Hälfte, das haben wir zur Hälfte. Dann wechseln wir jetzt mal auf... hier würde ich gerne hin, irgendwann, zum Industriegebiet. Das brauchen wir, ich bin großer Fan des Industriegebietes. Wir können Maschinen anbauen, können wir uns im Augenblick nicht. Dazu müssen wir die beiden erstmal haben. Und dann holen wir uns hier die Währung. Die hat schon den Bonus. Dann bauen die zu Ende. Dann kommen wir weiter zum Industriegebiet. Mit dem können wir nochmal. Der hat noch einen Bewegungspunkt. Fällt. Großartig. Rom ist gefallen. Das ist natürlich wirklich eine Inspiration für Drama und Dichtung, denn das ist der Stoff, aus dem Lieder gesungen werden, die man noch in vielen, vielen Jahrhunderten singen wird. Das ist der literarische Stoff, der auf Steintafeln und verewigt wird und natürlich auch in YouTube-Videos. Heurika, Ausbildung, Boost und ein Siedler gefangen genommen. Wahnsinn. Bin sehr zufrieden. Der Krieger bleibt hier. Wollen wir die Stadt behalten? Sehr witzig. Natürlich, die ewige Stadt Rom, die behalten wir selbstverständlich. Was gibt es denn dort an Gebäuden und an Bezirken? Monumente und Schreien und das Wunder Stonehenge brachte beim Bau einen großen Propheten. Davon haben wir jetzt nichts mehr. Deshalb gibt es in der Stadt jetzt den Konfuzianismus. Das ist die Hauptstadt davon. Aber es bringt immer noch plus 6 Religionspunkte hier, die Stadt. Im Moment nicht, weil die Bürger im Widerstand sind. Das wird hier noch nicht angezeigt, aber dadurch haben wir drastische Produktionsstrafen in so ziemlich allem und jedem. Der Konfuzianismus, den wir jetzt haben, bringt in der Stadt, wo er ist, alle Weltwunder bringen plus 4 Glauben, deshalb Stonehenge, und ermöglicht den Bau von Synagogen, zumindest in der Stadt, die noch mehr Glauben bringen und mehr Annehmlichkeiten für Städte mit einem heiligen Städtebezirk, der an einen Fluss angrenzt. So. Jetzt will ich aber unbedingt den Krieger hier noch killen.
Dann machen wir Folgendes. Ich ziehe hier ein Stückchen vor. Sehr schön. Reiter in Pokrovka. Wir ziehen weiter Richtung Süden. Natürlich auch mit dem Reiter hier. Den Weg kennt ihr ja schon. Einmal westlich, einmal östlich. Auch hier in Kul-Oba ebenfalls Reiter. Jede Menge. Mit dem hier ziehen wir erstmal hier hin. Heilen auch aus, wenn wir den Krieger töten würden. Sieht aber gut aus. Bekommen jede Menge Lebenspunkte dadurch neu dazu. Schließen einen Ring rund um die Stadt. Zwei Felder sind schon besetzt. Mit dem können wir noch eins weiterziehen. Vier Fortbewegungspunkte. Da können wir auch vor Ort plündern. Das ist eine heilige Stätte, die wir plündern werden. 25 Glauben bekommen wir dazu. Ziehen noch eins weiter Richtung Süden. Mit dem... holen wir uns den Handwerker. Und der Kollege hier, der hat noch einen Fortbewegungspunkt. Der hat keinen mehr, also... damit ziehen wir so dicht wie möglich jetzt hier an die Stadt ran. Decken einen Barbaren auf. Das Geländefeld hier blockiere ich. Ihr wisst warum. Damit der Streitwagen uns nicht reinfuschen kann. Mit dem berittenen Bogenschützen hier geht's rüber. Hier hin. Hier. Geht's hier hin? Dem Reiter hier können wir übersetzen. Na. Das Programm zickt ein bisschen rum. Weiter hier hin. Mit dem anderen Reiter können wir sogar schon mal vielleicht den kürzesten Weg nach Ravenna reiten. Der kriegt eine Beförderung und heilt dann aus. Verteidigung gegen Fernangriffe wird verbessert. In Rom selber reparieren wir das Monument. Den können wir gleich befördern. Hauptstadt erobert, alles klar. Eine Runde weiter. Okay, ja, alles klar. Bürgerin Puteoli, da kommt der Streitwagen, ganz im Norden, schaut mal. Und greift unseren Reiter an, der auf dem Hügel steht. Ja, das ging für den Streitwagen nicht so gut aus. Das war klar. Die Bürger schießen auf den Saken Bogenschützen. Und unser chinesischer Nachbar hätte gerne von uns Jade und bietet uns offene Grenzen und Gold. Dann wären wir auch eine Weile, könnten wir, glaube ich, ihm keinen Krieg erklären und er uns nicht. Ja, das ist, das brauche ich nicht. So ein bisschen Geld und offene Grenzen brauche ich auch nicht. Und für seine Freundlichkeit benötige ich ebenfalls nicht. Keine Geschäfte mit Pekingesen, Pekingnasen, Pekingesen, mit Pyrrhus Pekingesen. Wo finden hier Kämpfe statt? Ihr hört die Geräusche, aber es betrifft uns wohl nicht selber.
fallen die ersten aus und wir stehen jetzt vor Puteoli. Die Stadt ist kein Militäreinheit drin. Das ist echt gut. Das ist echt gut. Da können wir jetzt echt was reißen. Wir haben einen Siedler in Rom. Dann können wir jetzt uns ein schönes Plätzchen suchen, wo wir mit dem siedeln wollen. Wir haben einen neuen Handwerker hier, östlich von Rom. Damit können wir all diese Geländefelder modernisieren, die wir gerade kaputt gemacht haben. Und wir können uns sogar überlegen, ob wir vielleicht nicht beide Städte gleichzeitig angreifen, sowohl Ravenna als auch Puteoli, um der Sache, um den Römern und ihrem kläglichen Rest von Reich ein garstiges Ende zu bescheren. Ave, ihr Römer! Ich hoffe, die Geschichte vergisst euch nicht. Tschüss.